Hallo zusammen, ich bin Pfarrer Markus Möhl und ich wollte euch heute mal an den Losungen der letzten Tage teilhaben lassen. Vielleicht habt ihr sie auch schon gelesen. Ich fand, sie passen unwahrscheinlich gut in diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, in der Coronavirus-Zeit. Ich gucke dazu auf meinen Monitor. Wundert euch nicht, wenn ich kurz weggucke. Die Losung für heute ist aus Psalm 27, Vers 5 und heißt: Der Herr deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Und gestern kam die Losung aus 2. Könige, Kapitel 13, Vers 23. Der Herr wandte sich Israel wieder zu, um seines Bundes willen mit Abraham, Isaak und Jakob, und wollte sie nicht verderben, verwarf sie auch nicht von seinem Angesicht bis auf diese Stunde. Und vorgestern am Mittwoch, Psalm 104, Verse 27 bis 28. Es wartet alles auf dich, Herr, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Und noch eins von Dienstag, Psalm 19, Vers 12. Dein Knecht lässt sich durch deine Gebote warnen. Tja, wenn das nicht höchst aktuell ist, wenn ihr die Losungen sucht und nicht so ein Losungsbüchlein habt, wo alle drinstehen, dann könnt ihr im Internet schauen unter www.losungen.de und da kann man sich das auch einrichten, dass man die jeden Tag als E-Mail geschenkt bekommt, geschickt bekommt. Und das habe ich auch bei mir eingerichtet. Macht das mal, das lohnt sich. Bis bald, tschüss, bleibt gesund.